Hallo Welt, ja, da sind wir wieder endlich mit Licht hier in unserer Unterkunft und wir werden uns in dieser Folge diesem Teil hier widmen, denke ich doch, der Lochkartenmaschine. Wir verwalten das mal und gucken mal, was ist. Sammeln, heilen und jagen, genau. Unser Sammeldeck haben wir schon zusammengestellt. Und hier, denke ich, können wir ein zweites zusammenstellen. Da sind auch gleich die anderen Punkte alle weg. 49 Punkte sind verfügbar. Ja, halt, Moment mal. Bevor wir uns jetzt hier die Mühe machen. Lehn das mal wieder an. Und gucken mal, wir haben Stufenaufstiege, 14 Stück. Das heißt, wir können mehr als 49 Punkte, glaube ich, vergeben. Gucken wir doch mal. Du hast ein ungeöffnetes Skill-Paket. Möchtest du es öffnen? Ah ja? Okay. Warum eigentlich nicht? Skill-Karten-Perks. Zack, peng. Ui. So schnell kann ich nicht lesen. Aber das. The Funnies. Hättest du gern ein paar Ratschläge? Ich brauche meine nicht. Nummer 91. Moment. Und die Karten, wo haben wir die jetzt? Zwei haben wir nur gekriegt. Nein, oder? Q, Skill auswählen. Nochmal. Stufenaufstieg ist immer noch bei 14. Ungeöffnetes Skillpaket öffnen, ja. Aber wo landen die Karten? Ich dachte, wenn man die jetzt öffnet, dann kann man die Karten irgendwo auch sehen, dass man die hat. Wegen den Specials. Das ist über Stärke und so weiter dann aufgeteilt. Da müssen wir gleich nochmal jetzt gucken. Da müssten wir dann auf jeden Fall jetzt ein paar mehr Karten sehen gleich. Ach so, ich verstehe. Gut, also The Funnies. Wie nennt man es, wenn zwei Stachelschweine sich zu nahe kommen? Erweiterter Selbstmord. Sehr lustig. Okay. Legendäre Skills. Neuer Platz. Gesperrt. Okay. Legendärer Skillkarten anzeigen. Wow. Das ist umfangreicher, als ich dachte jetzt. Details. Okay. Details. Blutopfer. Das ultimative Opfer. Wenn du stirbst, erhalten Teammitglieder 25 Schadensresistenz und heilen über 8 Sekunden 40 Trefferpunkte. Das ist ziemlich cool. Ränge gibt es 4. Aha. Ja, wir sind ja auch sehr oft mit Omega Red unterwegs. Da sollten wir daran vielleicht schon denken. Und was ist das? Brutzelstil. Details. Du brennst förmlich dafür, immer en voyage zu sein. Hitze kann dir da nicht viel anhaben. Plus 50 Feuerschadenresistenz, wenn du ein vollständiges Rüstungsset trägst. Feuerschadenresistenz. Ja, jetzt bei den Blutadlern, die werfen ja immer mit Molotow-Cocktails. Da ist das vielleicht interessant, aber ansonsten... Ach so, bei der Brandbestie wäre das bestimmt auch interessant. Details hierzu.
Detonations-Domino-Effekt. Explosionen über Explosionen. Chance von 20%, dass durch geworfenen Sprengstoff getötete Gegner explodieren. Da findet man nichts wieder, oder? Und das hier? Distanzfeuerwerk. Okay, bleibt zurück. Gegner machen Boom. Chance von 10%, dass durch Fernkampfwaffen getötete Gegner explodieren. Aha. Okay, dann hätten wir hier noch den explodierende Hand. Du bist echt Bombe. Bei waffenlosen Angriffen besteht eine Chance von 5%, bei einem Treffer eine Explosion auszulösen. Ah ja. Und dann hätten wir drei von... Oh, ja denkste. Oh, Mama Mia, das geht noch weiter. Ja, liebe Welt da draußen, da brauchen wir mehr als eine Folge, oder? Okay, flippige Klamotten. Dein abstoßendes Ordeur verjagt sogar Gifte. Plus 50% Giftschadensresistenz, wenn du ein vollständiges Rüstungsset trägst. Das ist gut, ja. Gerade bei den Floatern ist das gut und... Da sind doch noch drei dahinter. Ach so, das sind... Was ist denn hier los? Das sind alles unsere? Und da können wir nur vier davon nehmen. Wow, wo haben wir die denn alle her? Ich erinnere mich gar nicht daran, dass wir irgendwas hier bekommen hätten. Da brauchen wir ein Tutorial für das Ding hier, um das rauszufinden, wie das geht. Ach so, das sind gar nicht so viele. Moment mal. Ich dachte, da wird immer sofort jetzt eine ganze Seite umgeklappt. Aber wird's gar nicht. Wir können... Okay. So, okay. Ja, dann sind das ja nicht so viele. Dann können wir noch weiter gucken hier. Hacken und Schlitzen. Mähe deine Gegner im Dutzend nieder. Nahkampfangriffe im Wetz haben eine Chance von 20% Flächenschaden zu verursachen. Nein. Zurück. Das gucken wir uns gleich an. Kollateralschäden. Schaden. Ein Massenkampf ist... Ist erst, wenn jemand explodiert. Chance von 10%, dass durch Nahkampfwaffen getötete Gegner explodieren. Aha. Auch lustig. Aber warum ist das durcheinander hier? E-A-I-S. Ich weiß doch, worauf das hinausläuft. Ich weiß doch, was sie da meinen damit. Ich wollte von Anfang das machen. Special, wisst ihr? Naja, egal. Was ist das hier? Legendäre Ausdauer. Für die Langstrecke gemacht. Plus 1 Ausdauer und plus 1 Skillpunkt. Skillpunkte sind auf 15 begrenzt. Also ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, wenn wir nur 4 nehmen können, was sollen wir denn? Die wäre natürlich klasse hier. Mehr Ausdauer wäre natürlich klasse. Beweglichkeit. Legendäre Beweglichkeit. Bevor man Kugeln ausweicht, sollte man sich besser dehnen. War das in Zombie World, oder? Plus 1 Beweglichkeit und plus 1 Beweglichkeit Skillpunkt. Skillpunkte sind auf 15 begrenzt, auch im... Ja, wie gesagt, das ist ganz schön erschlagend viel jetzt gerade auf einmal. Legendäre Intelligenz, wälze Bücher und dein Fleiß wird sich auszahlen. Plus 1 Intelligenz, plus 1 Intelligenz-Skillpunkt. Jo. Was kann man damit machen dann? Mehr knacken, mehr Terminals knacken oder sowas. Legendäre Stärke. Leg dir im Kraftraum ein paar Muckis zu. Plus 1 Stärke und plus 1 Skillpunkt. Ach, Moment mal.
Ist das so, dass man dann... Ach, dann kann man im Allgemeinen mehr Stärke verteilen, oder? Ist das so gemeint? Also wir können, glaube ich... Ja, wir müssen uns das gleich mal angucken. Wir können, glaube ich, jetzt, wenn wir ein neues Deck uns auswählen, dann konnten wir vorhin 49 Punkte sowieso zugeben an Stärke, Ausdauer und so weiter. Ja, und vielleicht kann man hiermit dann nicht nur 8 Punkte zugeben, sondern wenn man so eine Karte hat, dann 9. Kann es das sein? Oder was hier steht bei Perception jetzt? Legendäre Wahrnehmung. Öffne dein drittes Auge oder lass dir ein mutiertes neues wachsen. +1 Wahrnehmung und +1 Wahrnehmungsskillpunkt. Ja, so stelle ich mir das vor. Und auf höchster Stufe hat man sogar Wahrnehmung 5 Skillpunkte mehr. Also hätte man dann, wenn man jetzt von 8 wäre, das ohne Karte, ohne legendäre Karte, dann wäre es 13 mit legendäre Karte. Wir werden uns das gleich nochmal angucken, dann, damit ich weiß, wie ich das meine. Perception. Dann C, Charisma. Details. Legendäres Charisma. Du könntest lernen zu treffen, oder aber du überredest die Leute einfach, nicht auf dich zu schießen. Das ist cool, ja. +1 Charisma und +1 Skillpunkt natürlich wieder. Auf 15 begrenzt, ja. Charisma und dann Luck, Glück. Legendäres Glück. Vergiss nicht deinen Hasenpfoten, Glücksbringer. +1 Glück, ja, immer das Gleiche, gut. Und jetzt gucken wir uns das hier an. Meister Infiltrator. Mit schlafwandlerischer Sicherheit überwindest du strengste Schutzmaßnahmen. Knacke automatisch Skill O-Terminals und Schlösser. +3 Schlossknacken und Hacker. Das... Kann es sein, dass mich das ganze System so jetzt ein bisschen mehr an das von Fallout New Vegas erinnert? Munitionsfabrik. Mehr Knall für deine Knete. Die Menge beim Herstellen von Munition erhöht sich um 50%. Das bräuchte man ja dann, wenn man Munition herstellen will, bräuchte man das dann ja schon. Nachwirkung. Das werden Sie nicht erwarten. Feuerschaden durch Schleichangriffe erhöht den vom Ziel erlittenen Schaden 10 Sekunden lang um 10%. Das ist gut. Und Power Sprinter, das hört sich schon mal gut an. Nichts kann dich bremsen. Du verbrauchst beim Sprinten 20% weniger Aktionspunkte. Wenn du in einer Power-Rüstung steckst. Ach so, ja, das ist nix. Wir benutzen ja nie die Power-Rüstung. Power-Rüstungs-Neustart. Eine zweite Chance. Chance von 15% automatisch mit voller Gesundheit wiederbelebt zu werden, wenn du in einer Power-Rüstung zu Boden gegangen bist. Dann haben wir hier noch den schlagkräftigen Chemiker. Ein fortgeschrittenes biochemisches Implantat verleiht dir in regelmäßigen Abständen ein wirkungsvolles Chem. Ja. Du erzeugst pro Stunde eine kampfkraftstärkende chemische bis zu... Nochmal. Du erzeugst pro Stunde ein kampfkraftstärkendes Chem. Bis zu einem Maximum von 3. Psycho und so. Okay, das sind wir gleich am Ende. Stromabsorption. Chance von 10%, dass gegnerische Energieangriffe den Fusionskern deiner Powerrüstung aufladen. Aha. Auch nicht so interessant für uns. Ich überlege gerade, wie das wohl läuft. Wenn wir jetzt eine... Wir haben 4 Plätze, habe ich gerade gesehen. Wenn wir jetzt eine Karte da drauflegen, zum Beispiel die mit dem Moskito gerade, für
dass wir mehr Schaden beim Schleichen durch Schleichangriffe anrichten, dann... nehmen wir irgendwie was anderes und dann ist die weg. Wird die gelöscht? Hoffentlich nicht. Vergeltung. Rache hat sich noch nie so gut angefühlt. Einen Nahkampfangriff zu blocken stellt 15 Sekunden lang einen Trefferpunkt und einen Aktionspunkt pro Sekunde wieder her. So. Voller Einsatz. Mich wollt ihr doch. Also los. Gegner erleiden 10% mehr Schaden, wenn sie dich angreifen und du in einem Team bist. Team-Dinger sind auf jeden Fall dann auch gut. Okay. Dann haben wir den hier noch. Welche Strahlung? Du bist das Aktiv in Radioaktiv. Ach so, du bist das Aktiv in Radioaktiv. Ich verstehe. Witzig. Haha. Plus 50 Strahlungsresistenz stellt einen Red pro Sekunde wieder her. Okay, und das letzte hier ist dann Überleben leicht gemacht. Überleben in Appalachia? Jetzt ganz einfach. Überzeuge beim Überleben unterstützende Camps. Okay, du erzeugst alle 30 Minuten ein beim Überleben unterstützendes Camp bis zu einem Maximum von 5. Oho. Da wird man, da bekommt man ja auch immer Geld dafür. Also den hier finde ich auf jeden Fall, den finde ich gut. Wie kann ich den nehmen? Wieso kann ich den nicht auswählen? Neuer Platz. Ist der jetzt automatisch ausgewählt, wenn ich den hier ausgewählt habe? Ah, jetzt haben wir ihn drauf. Nochmal ein neuer Platz und der dritte ist gesperrt. Nachwirkung Rang 1. Ah doch, okay, entfernen kann man den. Ah ja. Da frage ich mich automatisch, ist das fest, was wir dann machen? Weil sonst, dann wäre das einfach. Dann würde ich das hier nehmen, Charisma. Nee, dann würde ich wahrscheinlich erstmal, oh. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal, ach, wir haben Punkte. Damit können wir das erhöhen. Moment, ich würde erstmal Glück nehmen. Moment, was habe ich gerade gesagt? Ich bin jetzt total, das ist total viel hier. Moment. Wie bin ich da gerade hingekommen? Ach, hier drüber. Wie kann ich entfernen? Ein Skill Münzen ausgeben, um diese Karte abzulegen. Nein. Ach so. Ach, dann... wäre die doch weg, oder? Schade. Nachwirkung. Oh, Fernschaden durch Schleichangriffe erhöht den vom Ziel erlittenen Schaden 10 Sekunden lang. Was heißt denn 10 Sekunden lang? Ach so, wenn man öfter im wenn man dann öfter trifft, dann 10%, dann ist das nicht schlecht, oder? Rangaufstieg bestätigen. 50 Skillmünzen zum Erhöhen des Rangs. Ausgeben 50? Na, dann warten wir vielleicht erstmal noch, oder?
Wo bekommen wir diese Skillmünzen her? Hat mir auch keiner gesagt. Wow. Da hatte ich eigentlich was ganz anderes vor in dieser Folge. Und da war das mit den legendären Skills, das hat mich jetzt doch sehr überrascht. Da sind wir, glaube ich, am Ende der Folge. Mein Gehirn läuft gerade amok. Ich kann nicht mehr klar denken jetzt. Das hat mich jetzt kaputt gemacht hier ein bisschen. Ich check das immer noch nicht so ganz, wie was funktioniert hier. In der nächsten Folge. Dann machen wir natürlich weiter. Ach, Moment mal. F verwerten. Wofür verwerten? Rüstung wiegt 25% weniger. Ich wollte eigentlich mir ein Deck zusammenstellen. Nein, ich bin jetzt gehetzt. Wenn ich da immer auf die Uhr gucke und denke, ach, wir überziehen schon wieder so viel, dann machen wir das lieber in einer neuen Folge ganz in Ruhe. Ja, dann haben wir uns die legendären Skills mal angeguckt, die ich bis jetzt habe. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Lasst euer Gehirn nicht amok laufen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.